Guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind, wie sie sind. Beispielsweise geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Der Frühling kommt nach der kalten Winterzeit. Menschen und Tiere werden geboren und die Lebensuhr eines jeden Lebewesens läuft irgendwann ab. Es gibt aber auch Tatsachen, die bis anhin zwar so natürlich und eindeutig waren, doch in dieser unserer heutigen Zeit plötzlich nicht mehr gelten sollen. Der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, schrieb in der österreichischen Heute-Zeitung: Liebe Mutti, lieber Vati, sind solche Worte bald schon hoffnungslos altmodisch? Der Europarat empfiehlt, man solle in Zukunft in der Verwaltungssprache nicht mehr von Vater und Mutter, sondern wohl eher von Elternteil 1 und Elternteil 2 oder noch besser von Älter 1 und Älter 2 sprechen. In Dokumenten sollen nur geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden. England, Spanien, Frankreich und Schweden haben diese Beseitigung von Vater und Mutter bereits durchgeführt. Dies ist ein einschneidender und fundamentaler Wandel unseres Werte- und Ideologieverständnisses, bei dem man sich wirklich fragen muss, ob es nicht besser wäre, Kraft und Zeit bei den im Land herrschenden Missständen einzusetzen. Denn in schwierigen Lebenssituationen ist es doch gerade die Familie, die Rückhalt bietet und ein stabiles Auffangnetz darstellt. So der Erzbischof von Wien. Wohin führt es denn, wenn die Geschlechterkategorien immer mehr aufgelöst, ja verpönt werden? Fragt dieser zu Recht weiter. Geschlechtsneutralität ist ein Begriff, der in unserem Zeitenwandel in aller Munde ist und immer mehr um sich zu greifen scheint. Geschlechterneutralität nicht nur wie eben aufgezeigt bei Vater und Mutter, sprich Älter 1 und Älter 2, sondern auch unsere Kinder werden mit diesem unnatürlichen Wandel konfrontiert. Die Ideologie, dass das Geschlecht frei wählbar und jegliche sexuelle Lebensform vollkommen egal sei, hat aber zerstörerische Konsequenzen. Kinder, die nach dieser Ideologie erzogen wurden, werden völlig ihrer Identität beraubt. Dies soll das folgende Beispiel aus Kanada aufzeigen. David Reimer wurde als Junge geboren. Nach einer missglückten Beschneidung wurde sein Penis bereits in früher Kindheit zerstört. Auf Anraten des Sexualwissenschaftlers John Money wurde David einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Money propagierte, dass das Geschlecht nur anerzogen sei und deshalb einfach gewechselt werden kann. Er riet den Eltern deshalb, David als Mädchen zu erziehen. David ließ an dieser Erziehung sein ganzes Leben lang. Nach Jahren schwerster Depressionen beging er schlussendlich Selbstmord. Dieses Beispiel soll diejenigen zum Nachdenken anregen, die eine Auflösung der Geschlechter als unbedenklich einstufen und diesen fragwürdigen Wandel realisieren möchten. Aber auch Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, möchten wir darauf hinweisen, solchen Entwicklungen nicht tatenlos zuzusehen. Denn sie können, wie eben aufgezeigt, Menschenleben zerstören. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und bis demnächst auf Klagemauer TV. Sind Mädchen und Jungen das Gleiche? Von außen betrachtet nicht. Jungs und Mädchen sind nicht gleich. Sie sind verschieden. Sie sind verschieden, solange sie klein sind. Und je älter sie werden, desto größer werden diese Unterschiede. Vor allem aber sind sie auch in ihrem Wesen sehr verschieden. Manche sind der Meinung, Jungen und Mädchen sind nicht deshalb unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Körper haben, sondern weil ihre Eltern, die Familie, die Gesellschaft, die Schule einfach alle diese Unterschiede konstruieren. Ein Mädchen sei nur deshalb ein Mädchen, weil es dazu erzogen wird. Ein Junge sei nur deshalb ein Junge, weil er dazu erzogen wird. Und weil sie unterschiedlich erzogen werden, sind sie nicht gleich. Für Gender-Ideologen ist das ein Problem. Denn diese nur anerzogenen Unterschiede würden später die Gleichstellung von Mann und Frau verhindern. Wie wollen sie dieses Problem lösen? Indem sie die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auslöschen und sie damit völlig gleich machen. Die Eltern, die Familie, die Gesellschaft und die Schulen sollen aufhören, einen Jungen zum Jungen und ein Mädchen zum Mädchen zu machen. Aber die Eltern, die Familie, die Gesellschaft verstehen nicht, warum die Geschlechtsunterschiede beseitigt werden sollen. Deshalb soll dieses Ziel über die Schulen verwirklicht werden. Weit weg von Eltern und Familie kann man den Kindern so ungehindert beibringen, alles zu vermischen, was typisch ist für Jungen oder Mädchen. Natürlich kann der Papa ein Kleid und Lippenstift tragen. Natürlich können Mädchen LKW fahren. Natürlich kann ein Baby zwei Mütter oder zwei Väter haben.
Im Unterricht wird alles Männliche und Weibliche ganz einfach vermischt. Wenn alles vermischt ist, ist alles gleich. Dann haben wir die totale Gleichheit. Aber wie kann ich dann sicher sein, ob ich wirklich ein Junge bin? Indem so getan wird, als ob alles gleich wäre, weiß ein Junge nicht mehr, ob er wirklich ein Junge ist. Ein Mädchen weiß nicht mehr, ob es ein Mädchen ist. Hat man dadurch das Problem der Ungleichheit gelöst? Nein. Wir haben nur ein neues Problem geschaffen. Verwirrte Kinderseelen. Wir wollen keine Schule, die die Kinder verwirrt. Wir wollen, dass unsere Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Wir wollen eine Schule, in der die Kinder unsere Kultur kennenlernen und einen kritischen Geist entwickeln können. Lasst die Mädchen Mädchen sein und lasst die Jungs Jungs sein.